So, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hardcore, unsere erste Hardcore-Season vom Team What is Up Gaming. Und vor mir, da steht schon wieder der Jan. So sieht's aus, wieder zu zweit. Genau. Voll am So, Starte. ja. Und Ja, wir waren ja schon recht weit. ich wollte gerade sagen, wir haben die ersten Diamanten gefunden. Genau. Wir haben uns angefangen, Tiere zu holen. Wir haben hier Hühner, Kühe, Schafe. Wir hatten aber noch Schweine im Petto, deswegen wollten wir noch erweitern. Ja, wenn wir Spaß dran haben, ja. Wir Spaß dran haben. Ich würde halt jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht ein größeres Weizenfeld anlegen. Ja, oder vielleicht einfach noch ein zweites. Oder noch ein zweites, ja, das hier drin kann man rein theoretisch bestehen lassen. Ja. Was könnte noch um einen ausgebaut werden? Eins, zwei, drei, ja, ein viertes kann noch. Du kannst ja das Ausbauen machen. Ich gehe in der Zeit mal wieder ein bisschen Strip malen. Damit wir noch ein paar Dias mehr bekommen. Weil ich hätte dann doch Ja. ganz gerne schon ein bisschen mehr noch. Ja, die Höhle, die wir erkundet haben. Genau, da hatten wir doch einen Spawner gefunden. Ja, das stimmt. Den sollten wir Den jetzt müssen wir noch einbauen. einbauen, umbauen. Wie auch immer. Ich glaube, ich mache mal hier unten übrigens einen neuen Gang auf. Ihre Lava, das gefällt mir nicht, aber ich hätte damit leben müssen. So. Ah, genau, seit der letzten Aufnahmesession ist ein bisschen Zeit vergangen. Ja, richtig. Ist bei uns. Bei euch ist das ja immer noch dieselben Termine. Aber bei Genau. uns ist echt schon ein bisschen Zeit her. Uni, voll im Gange. Ja, bei dir jetzt auch wieder. Ab jetzt Große Freude. fangen schon die Testharte an. Ja. Ja, kommt richtig krass voll auf. Für die Leute, die es interessiert, heute haben wir Allerheiligen, also 1. November. Zeit der Genau. Aufnahme. Also wir sind trotzdem immer noch gut vor den Veröffentlichungszeiten. Ja, das allerdings. Stellt sich mir direkt die Frage, was hast du gestern Abend denn an Halloween so gemacht? Gestern Abend an Halloween habe ich mir's schön gemütlich gemacht hier und habe mir ein wenig schlechte Kettensägen-Massaker reingezogen. Ja, um zumindest ein wenig Stimmung aufkommen zu lassen. Ja, weil ansonsten war ich dann doch nach der ein oder anderen Stunde in meinem Seminar etwas fertig. Ja, weil ich hatte bis 19:30 noch Seminar. Ja. Da hätte ich aber auch gar keinen Bock drauf gehabt. Krass ungeil und so. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann ja ganz froh sein, ich habe ja momentan freitags noch keine Uni. Ab nächster Woche habe ich da dann Testate. Yeah. Ja, aber wäre jetzt scheiße gewesen, wäre sie. Hab gestern gewesen quasi. Weißt du, ich hätte gestern dann noch richtig hart arbeiten müssen. Für meine Prüfungszulassung dann am Ende des Semesters. Naja. Was hast du denn Kurz. gemacht? Ich war auf dem Geburtstag gestern Abend, aber nicht so im Halloween-Stil oder so. Ich war bei Franzi, hatte ja Geburtstag. Oder Ja. hat heute ja Geburtstag. Und wir sind dann da eingetrudelt. Die von der Formation, die Mädels haben noch was aufgeführt. Vorher auf der Halloween-Tanzparty der Tanzschule. Ja. Und von dort aus sind die dann halt direkt zu Franzi nach Hause. Oh. Interessant. Zu Franzi Ups. nach Hause. Wir sind dann halt von zu Hause direkt dahin gefahren, so um 23 Uhr waren wir dann alle da. Gab es ein bisschen Buffet, also was heißt ein bisschen, wie das bei Frauen fast immer üblich ist, ist das Buffet riesig für diesen geringen Ansturm, sage ich jetzt mal. Es ist halt Ja. 23 Uhr. Du isst was, aber irgendwie hast du ja schon gegessen. Ich habe ja Tja. zwischendurch immer mal so ein bisschen was reingezogen, also kalte Schnitzel oder so oder so ein bisschen Nudelsalat. Das kannst du halt immer Ja. mal so zwischendurch reinschieben, aber richtig gegessen habe ich dann auch nicht. Dann wurde natürlich um 0 Uhr Countdown, Bescherung quasi, ne? Also Geschenke, alles. Bescherung, haben wir denn schon Weihnachten? Nee, ich glaube nicht. Hast du Sachen, die ich irgendwie mitnehmen kann?
Hätte das, das, das. Möchtest du noch Crab oder reicht Ich das? kann auch Crab mitnehmen, wenn du zu viel Crab im Inventar hast. Ich habe immer zu viel Crab im Inventar. Alles klar. Dann gab es halt auf jeden Fall Geschenke für die Franzi und dann Ja. wird reichlich Alkohol konsumiert, sodass einige Personen doch sehr, sehr gut angeheitert waren, wobei einige Personen natürlich wieder streng behaupten hätten, sie hätten gar nichts gehört und sie wären noch komplett klar im Kopf, die dann im nächsten Moment quasi in ein Lachflash ausbrechen, der nicht mal mehr ansatzweise menschlich ist. Und sowas alles. War alles in allem ein sehr schöner Abend. Vielleicht ein bisschen lang für meinen Geschmack. Weil nach Hause gefahren sind wir dann erst um 20 nach 4. Okay. Das war dann doch vielleicht etwas spät, vor allem, weil ich ja heute Morgen dann aufgestanden bin, um mit Josh direkt noch Adventure Map aufzunehmen. Um 12 Uhr haben wir, glaube ich, losgelegt. Das war dann doch. Ja, nicht Nicht so schlecht. einfach, aber. Aber ich war in erstaunlich guter Form heute bei der Adventure Map. Boah. Erstaunlich gut, aber auch nur. Überragend, aber erstaunlich gut für Nicht die. überragend. Das ist traurig, Jan. Das ist sehr traurig. Aber es war besser als Josh. Alles in Ordnung, Josh. Das ist die Entschuldigung. Ja, solange ich besser als Josh bin, habe ich mir keine Vorwürfe zu machen. Oh Mann. In der letzten Aufnahmesession war das so krass. Wir haben ja über 2 Stunden am Stück aufgenommen und dann Ja. fing diese eine Challenge uns an, so was von hart zu ficken, ne? Unglaublich, wir haben es partout nicht hingekriegt. Und dann, wir haben ja bis 2 Uhr nachts aufgenommen. Irgendwann geht halt die Konzentration flöten und es wurde einfach immer nur schlechter. Anstatt dass wir näher ans Ziel kamen, kamen wir gefühlt immer weiter von weg. Okay. Der Challenge haben wir heute zwar immer noch eine halbe Stunde gesessen, aber dann war sie wenigstens fertig. Ja, gut. Ohne aufgeben. Oh, Dias! Ich 1, 2. war ja schon begeistert von. Oh, Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ich war ja schon begeistert davon, wie ihr im Gefängnistrakt vor euch hingedümpelt seid. Das war ja schon witzig direkt am Anfang. Ja, wir waren schon mit dieser Gefängniszelle überfordert. Ich meine, es ist eine wunderschöne Map, ne? Auch wenn der Erbauer, heute der Erbauer oder die Erbauerin das gucken, ne? Vielen Dank für die Map, aber allein die Zelle hat uns schon fast an den Rand unseres Lebens gebracht, gefühlt. Keiner einfach nur bei mir stand, weil ich wusste nicht rechts, links, bei mir war einfach nichts, ich konnte einfach nicht zu. Dann musste ich mich halt auf Josh verlassen, aber Josh kam ja selber nicht ordentlich aus seiner Zelle raus. Und dann, der Witz ist ja noch, dass er dann so aus der Zelle rauskam, wie er nicht sollte. Ja. Da gab es ja auch den Kommentar dann vom Erbauer, Schrägstrich Erbauer, dann nur, ja, so war das eigentlich nicht gedacht, ich werde das dann einfach verarbeiten. Aber das ist halt dann auch ganz schön, wenn du so eine Map baust, ne, und dann Leuten zugucken kannst, wie sie spielen, weil die sehen ja, andere Menschen sehen Dinge halt Ja, anders. sicher. Das nochmal besser überarbeiten. Ich bin auch mal gespannt, was er der heutigen Aufnahmesession so alles sagt, weil er doch auch. Also es gab Challenges, ne? Ich Ja. hab ja viel Adventure Map geguckt. Das ist ja, ne, nichts, was mir unbekannt ist. Ich habe auch ein paar selber gespielt. Aber ich habe wirklich Challenges dabei gehabt, von denen ich nicht mal dachte, dass sie in dem Sinne konstruiert werden könnten. Oder, also, so im Nachhinein würde ich sagen, klar geht das. Aber so, ich hätte nie geglaubt, dass es eine Adventure Map mit solchen Challenges gibt. Von daher Ja. fand ich das ziemlich witzig. Ja, ist doch gut zu wissen, dass man immer noch überrascht werden kann. Ich werde gerne überrascht, was das angeht. Oh, Lava. Oh, hört sich nicht gut an. Hätte ich mich nicht an die Minecraft-Regeln gehalten, wäre ich jetzt tot. Aha. Baue niemals den Block unter dir ab. Okay. Aber da ich ein Pro bin und darauf geachtet habe, lebe ich noch. Ah ja, Nur das ein zum bisschen Thema Eisen. mit Profis arbeiten, ne? Leider ist deswegen nur ein bisschen Eisen flöten gegangen. Ja, besser als dass du flöten gehst, ne? Das Bisschen nach wäre Plan. traurig. Vor allem für unsere Zuschauer, weil dann wäre das Ganze hier nämlich sehr schnell vorbei. Ja, zu schnell für meinen Geschmack. Ja. Ja, wäre ja traurig, wenn es vorbei ist, bevor wir im Nether waren, ne? Oh ja. Dann hätte sich das auch mit unserer Reputation als professioneller Profi-Spieler. Hardcore-Spieler wirklich erledigt. Ja, ich glaube auch.
umso geiler wäre es eigentlich, wenn wir es schaffen könnten, den Ender Dragon zu legen, weil dann haben wir Ja, wirklich was auf uns halten. das ist ja. Das ist natürlich das ultimative Ziel. Ja, Mann. Es wird schon wieder dunkel. Schon wieder dunkel, oh mein Gott. Ja, ich bin noch unter Tage. Wenn du willst, komme ich wieder nach oben. Ja, könnten wir skippen, dann könnte ich auf jeden Fall unsere Felder weiterbauen. Okay, das heißt, ich würde halt nur normal laufen wegen Hunger und so. Bin ich Oh, unnötig. ganz entspannt. Viel Essen verschwendet. Zack. Aber ich habe halt 5 Dias schon wieder. Sehr gut. Das ist schon mal sehr nice. Und wie gesagt, ich habe hier unten ein Lavafeld gefunden. Rein theoretisch können wir unser Portal gießen. Ja, wir hatten ja unterwegs, hatten wir auch schon eins gesehen gehabt, als wir hierhin gelaufen sind. So, und ich habe einen Apfel. Apfel, sehr gut. Ja. Und ich habe ein bisschen Gold auch wieder gefunden. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel. 5. Schick. Wir brauchen ja ein bisschen für die Imba-Äpfel. Bisschen. Die Regeneration und 2 Protection abgeben. Ja. Also mindestens 16 Blöcke brauchen wir. So. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir eigentlich gleich das Feld hin? Und wo bist du eigentlich? Bei dieser Treppe muss ich gleich auch mal dran arbeiten. Ey, das macht einen Kirre, wenn man die so hochläuft. Das Gefühl, man kriegt jedes Mal mit dem Kopf einen auf die Mappe. Ich habe ja schon vorher immer die ausgebaut gehabt, aber man braucht ja eine extreme Höhe. Also, wie Yep. viele Blöcke immer? So, ich packe dir das Rohzeug mal hier rein, alles, was ich gesammelt habe. Ja. Inklusive der Dias. Kannst du das ein bisschen verwalten? Ein bisschen Stein brauche ich schon noch. Und würde mir dann wieder 2 neue Spitzhacken machen aus Eisen. Tu das. Das ist die Frage. Bau noch ein großes Weizenfeld, ja? Weil wir Spaß haben, machen wir das automatisiert. Wenn wir Spaß haben, können wir das gerne automatisiert machen, ja. Aber dann brauchen wir Schleime. Brauchen wir dafür Oder? Schleime? Nee, Wir können das stimmt, auch die mit Kies. Pistons. Mit Ja. Kies. Ja, stimmt, mit Kies. Da hast du recht. Wenn wir Kies. Und potenziell brauchen wir es auch nicht mit Kies machen, weil es reicht ja, wenn die Pistons das Wasser zurückhalten. Stimmt. Rein theoretisch brauchst du nicht mal Kies. Bei den Kies ist dann auch gar, vielleicht besser gar nicht zu nutzen, weil Kies ja nur ein bisschen Ja. buggy ist mit Gold. Mache ich das direkt vor der Haustür hier? Warum höre ich ein Skelett? Weil das Spaß hat, die auf die. Wahrscheinlich hat sich das wieder irgendwo noch am Leben gehalten über die Nacht. Wahrscheinlich. Ich habe ja auch gerade draußen schon wieder einen Enderman gesehen. Kann eigentlich froh sein, dass wir das nicht auf Hexit spielen oder so. Wenn du dann noch die Weltpräsenz dabei hast. Tech ist, glaube ich, sogar noch einfacher wäre zu überleben, aufgrund der ganzen Technikleistungen, die du hast. Ja, Tech-Hit auf jeden Fall. Ich meine, da sind ja auch. So, ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass da großartig Mobs Ja, rumstehen. außer halt an diesen selben Rissen, wie es halt auch in Hexit gibt in der Welt, diese Dimensionsrisse. Weil Ja, ewig gut, viele aber Gegner das da sind sind. ja halt Endermen, ne? Mit denen kannst du irgendwie noch umgehen, ne? Ja, richtig. Aber der Grim Reaper, der war ja asozial, also. Oh ja, der war asozial. Das ist sehr unschöne Erinnerung. Ja, es gibt solche und solche Erinnerungen. Mit Minecraft-Mucke durch bei mir, ey. Muss ich aber. Seitlich. Sehen Sie nichts. Das hier Es war soll das Fackeln anstatt. Feld sein. Vorhin, als ich in dem Minecraft gemeint habe, auch ist neben mir irgendwo direkt auf der anderen Seite der Wand ein Creeper verreckt. Das hat mich immer so ein bisschen verstört, wenn du den immer so machst, so
so anditschen hörst. Oh, Dias. Weißt du, immer so ein Zischensitz. Ja, kann ich mir vorstellen. Hier, Diamanten. Yeah.